Jo, hi zurück zu Silent Hill. Wir sind hier nochmal bei Apartment 208. Ich bin mal hochgekrabbelt. Das ist ja relativ weit zu laufen. Weil man muss ja einmal übers Treppenhaus hier einmal um den ganzen dabei 2, 13, 11 und so weiter rum. Ne? Weil alles ist versperrt. Man muss hier quer durch. Also nicht so easy peasy. Und jetzt sind wir aber hier 208. Da geht es dann jetzt weiter. Mal gucken. So, let's go. Derbe Enttäuschung. Okay. Oh, so einen Schwenk hatten wir schon mal, oder? Mhm. Okay. Und das, Alter, was? Okay, steht jede Menge Zeug an der Wand und das ist doch ein Tresor oder sowas, oder? Was sieht man denn noch? Das ist dahinter und wie kommen wir da rein? Ah, wegschieben. Ja, geh durch. Und es geht zu, ich hasse sowas. Ah, okay. Boah, das ist jetzt natürlich ein bisschen ätzend. Wie ist das? Oh, es ist ätzend. Ah. Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Links, wo... Achso. Wo die Dächer die Nacht durchdringen. Links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Wo die Dächer die Nacht durchdringen, wo? Mhm. Was weiß ich? Wo die Dächer die Nacht durchdringen? Tagesanbruch oder was? Ich weiß es leider nicht. So, was ist das da? Okay, das heißt, das müssen wir knacken, sonst kommen wir gar nicht mehr raus, oder? Was zum Teufel? Hm. Was stand da? Das ist die Bildchen hier, oder was? 7, Dach und Nacht, 7. Das bringt nach Hause. Ist die 7, das ist sein Hause. Er geht nach Hause, okay. Lass mal hier ein bisschen rumleuchten. Das scheint ja irgendwie ein bisschen auffälliger zu sein. Weil das hier leuchtet ja schon ein bisschen doller, ne? Oder? Ja, würde ich schon sagen. Mhm, das leuchtet auch. 13. 13 Dächer, die Dächer durch die Nacht. 13, okay.
13 und 7 haben wir jetzt. Oder? Mal ausprobieren. Was war als erstes? Erstmal die Dächer oder was? Mhm. 13, 7. Der Fluss der Erinnerung führt ihn ins Fegefeuer. Mhm. Also 13. Ist okay. Achso, vielleicht auf dem Boden noch. Man müsste jetzt verstehen, wie das geht, ne? Weil wie die Mechanik ist, ob man beide Sachen bestätigen muss. Ah, 13, 7, 11, das ist der Fluss. Mann, erst das drücken, dann das. Also 13, 7, 11, sollen wir es probieren? Ein Munze. Das ist eine von diesen Dingern, ne? Das ist der Schlüssel, mit dem wir hier rauskommen. Stählerner Schlüssel. So, wo kommen wir hier an? Ein Stuhl in der Mitte. Oben sind welche. Komm runter, du Vogel. Geht nicht, ne? Du Biest. Voll die fetten Kakerlaken. So, lass mal gucken, was in der Kitchen los ist. Nothing. Getränk? Ja, sehr gut. Mhm. So, was zur Hölle? Geht die Tür auf? Sie aufmachen schon.
Ah, das ist... Aha. Okay, da kamen wir vorhin nicht rein, oder? Was ist doch das? So, und hier haben wir einen Schlüssel für... Oh, das ist... Was ist denn das? Wo war denn das? Tokula... Das ist ganz unten, ne? Toluca... Ach, das ist das Schloss, das Vorhängeschloss. Okay. Mhm. Genau. Welcome back. Warum ist auf einmal eine Lampe an? Doch, die war von auch an. Okay. Wo war denn das Schloss? Das war... Das Vorhängeschloss war in der Nähe... Achso, dann können wir auch im zweiten Stockwerk auch bleiben. Wie gesagt haben, oh, hier ist erstmal Reparatur, nicht dritte Stockwerk benutzen. Ne? Das ist doch das Ding. Ach, shit. Wer weiß es, wer weiß es. Von der anderen Seite ran, oder? Ups. Ich gucke nochmal auf die Map. Ah, wollen wir... Wir können natürlich auch einmal kurz diese Münze ausprobieren. Die Münze ausprobieren. Objekt auswählen. Achso, nach oben. Man, bla bla. Also der Man wird wahrscheinlich... Achso. 1, 2, 3, 4, 5 Dinger. Ich pack den mal hier rein. Drehen. Oh, okay. Ist ein Schwert drauf. Okay, also die brauchen wir nicht drehen, aber ich glaube, der gehört hier hin, oder? So. Dann lassen wir ihn erstmal. So, und wo war das jetzt? Wir waren doch hier hochgegangen, das Treppenhaus. Und dann gab es doch da irgendwo... Man darf zwar ins zweite Geschoss, aber man darf nicht weiter ins dritte irgendwie, ne? Das ist doch hier, oder? Ne, die andere Ecke. Oh, mal gucken. 201. Für 201 brauchen wir auch noch einen Schlüssel. Da hinten waren wir schon durch. Das war der erste Schlüssel. Aber dann stand da irgendwo drittes Obergeschoss, ist nicht. War das hier noch rauf? 2 doch unten, ne? 2 hier nicht. Das war unten. Ganz oben ging es nicht weiter. Genau. Hier gab es nur ein Fläschchen. Okay. Es war doch hier durch und dann gab es hier irgendwo was, wo man das nicht nutzen konnte. Wo man nicht weiter konnte.
Okay. Mann, ich war doch ein bisschen früher als du. Das muss doch auch mal reichen. So. Und ich mein... Wir schon überall drin. Ja, Waschküche. Achso, das ist ja das Ding mit dem... Ich will das haben. So, drittes Geschoss ist irgendwo hier dann, oder? Wo war denn das? Ich weiß es einfach nicht mehr. Ja, komplett los. Muss ich wahrscheinlich mal immer kurz auf die Map schauen, dass wir da mal wissen, wo das ist. Da hinten Treppenhaus ist verschlossen. 201 ist verschlossen. Also, das muss da hinten das Treppenhaus sein, oder? Wir sind einmal rumgelaufen. Das ist natürlich jetzt doof. Hm. Durch, dann nochmal zurück. Was Besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. Hier muss irgendwo das Treppenhaus dann sein und da war doch irgendwie Achso, das ist natürlich... Okay. Hier durch und dann ups und dann ja, nee, ich dachte durch die Mauer müssen wir irgendwie durch. Nee. Ja, hier durch. Okay. Shit, ich dachte, das wäre jetzt hier. Hm. Ah, durch 213 kämen wir dahin. Warte mal, 213. Mit dem Fernseher, dir Shit. Jawohl. Das war's, Junge. Das heißt, wir können jetzt hier durch. Das ist sehr gut. Die haben uns alle noch gar nicht angeguckt, weil wir gerade erst angekommen sind. Genau. Danke.
Da hinten weint einer. Bestimmt nicht gesund, oder? Das ist vor allen Dingen nicht gesund. Okay. So will man auch nicht sterben im Kühlschrank. Me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. He? Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. You're... This place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. Eddie, be careful. Yeah. Yeah. You too. Ja, ekelhaft, Junge. Die Toilette ist schon ekelhaft und draußen warten irgendwie Dodos, ja. Und zwar jede Menge. Na toll. Geht's wirklich, also wollen wir wirklich schon weiter oder es gab hier noch ein paar, es gab ja noch ein paar Räume neben diesem, ne? Ne, ich laufe in die falsche Richtung, oder? So ist richtig, okay. Und da hinten ist der Park und wir wollen hier durch und da können wir dann hin, oder? Ist das die Idee? Ich glaube schon, ne? Bringt's das? Muss auch treffen, oder? Sonst ist das schlecht. Lädt man nach, so. Okay. Kann man auch wegkloppen, oder? Vorher auch gemacht.
Okay, das war dumm. Okay. Müssen wir uns angucken. Okay. Dann Wendemochel. Blume, okay. Das ist scheinbar die erste, oder? Okay, also war schon sinnvoll, dass wir hier ein bisschen rumgeballert haben. Hätte vielleicht ein bisschen sparsamer sein können, aber... egal, der Zweck heiligt die Mittel. So, mal gucken. Hier kommen wir auch nicht weiter. Das ist zu, schätze ich mal. Jawohl. Ist von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Mhm. Dann frage ich doch mal bei der Rezeption nach. Okay, bringt nix. So, ihn haben wir auch weggesnipert. Ein bisschen hätten wir auch wegkloppen können, ne? Ein bisschen doof, aber... mein Gott. So, und das geht das auf? Nein. Aber die Tür könnte helfen, ne? Wenn wir einen Schlüssel hätten... okay, ne, man kann es einfach aufmachen. Ah. Nice. Dann packen wir mal das Ding hier hin. Und das andere ist ein Müllschlucker, ne? Muss man mal sagen. First Maiden underneath the tree. Wo ist das mit der Flower? Mhm. Gar nichts, warte mal. Unter den Baum sitzt links. Wächst ein Blümlein. Also zweites wahrscheinlich, oder? Oder das dritte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendwo vorne. Das da vielleicht ist das hier und die drehen wir. Blümlein. Und dann ist da ein Dude und gut ist. Okay. Das ist Nummer 2. So, jetzt ist die große Frage. Sollen wir hier auf die Map schauen? Da fehlt das eben noch. Was ist dieses Fragezeichen da? Das weiß ich auch noch nicht. Ist das, da geht die Treppe nach unten? Nee, warte mal. Achso, das Fragezeichen ist Müllschlucker, oder? Mhm. Müllschlucker habe ich noch keine Idee, weil da müsste eigentlich von oben was rein. Oder wir müssen hier irgendwie ran, aber... das irgendwie wegziehen könnte. Natürlich irgendwie fresh, aber... geht natürlich nicht. Vielleicht ganz oben oder so, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Okay, aber ich habe jetzt im Moment keine Idee. Gucke ich mal ein bisschen auf die Map. Schauen wir mal, was man weitermachen kann. Oder kann man jetzt vielleicht... die Schweine! Warum haben die nicht... obwohl, ich gehe nochmal von der anderen Seite, weil eigentlich wäre es doch nice, wenn das da jetzt aufgehen würde. Und man kann auch in den kleinen Umweg gehen, oder? Ja, es hat wirklich abgeschlossen. Man will das auch nicht aufmachen, scheinbar. Hier auch nicht. Okay. Okay, da muss ich mal ein bisschen gucken, was man hier machen kann. Im Moment habe ich noch keine Idee, aber ich muss mir die Map dann halt einfach mal anschauen. Okay, mehr gibt's beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.